und herzlich willkommen zurück bei... willkommen zurück bei Let's Play Terranigma von Shadowlorn. So, letztes Mal habe ich ja endlich die Herbststärke bekommen und nun können wir endlich durch den Nordfesterwald. Na, Roy, hast du noch irgendwas anderes zu sagen? Ja. Leck mich am Arsch. Das interessiert mich gar nicht mehr, denn ich habe die Hermesglocke. Yeah, jetzt rock ich. Ich möchte das anwählen. Ich habe es ausgerüstet. Und nun werde ich dir sowas von in den Arsch treten. Denn ich werde den Wettstreit gewinnen und mir die Prinzessin Milena wieder zum Sprechen bringen. Ja, mutig, ja. Hermesglocke erklingt. Habe ich gerade mit einem Volltreffer über 300 Schadenspunkte gemacht? Das ist cool. Kann ich... Tja. Ich wüsste nicht, dass überhaupt eine Hermesglocke... Wenn sie ertrinkt, bin ich richtig oder was? Naja, mal rausfinden. Jawoll, ich rocke. Aber verfehle diesen scheiß Wolf. So, sehr schön. Geht doch. Sehen, wie es mit der Hermesglocke funktioniert und tut. Ja, Hermesglocke klingt. Ist schön. Ah, ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Wenn ich im richtigen Gebiet bin, dann erklingt sie. Jetzt erklingt sie nicht, also bin ich hier falsch. So. Gehen wir nach oben. Ah, ich bin richtig. Sehr schön. So, wenn meine Theorien ja die ganzen anderen vorherigen Parts richtig war, müsste ich jetzt nochmal nach oben. Ruf Verstärkung. Keine Verstärkung eingetroffen. Komm schon. Geht doch. So, wir sehen, ob meine Theorie vorher richtig war. Jo, ha, sie war richtig. Coole Sache. So, der Wolf ist erledigt. So, und ab hier bin ich ja immer wieder rumgeirrt. So, mal gehen wir wieder nach oben. Bin ich wahrscheinlich falsch. Jo. Dann gehen wir mal nach links. Machen vorher noch zwei Würfel platt. Und? Falsch. Okay, muss nach rechts. Links mit der Hermesglocke einfach. Mal Gold. Gold regiert die Welt. Na gut, eigentlich heißt es ja Geld regiert die Welt. Das ist ein Reim ist dann, oder? Hä? Hermesglocke? Sprichst du zu mir? Gibt's doch nicht. Oben falsch und... Verstehe ich jetzt nicht. Warum klingelt die nicht? Ist irgendwo ein geheimer Gang? Wäre natürlich ziemlich gemein. Okay, gehen wir nochmal nach oben. Ah, gut. Da liegt wohl gerade irgendwas falsch. So, dann gehen wir mal nochmal nach oben. Ja, ist doch erklickt. Also, wie es aussieht, ist das einfach diesen typischen Labyrinth. Wenn du einmal wieder falsch abbiegst, bist du wieder im vorherigen Gebiet. Ja, das ist ein bisschen doof. Vorne war oben falsch. Also, gehen wir mal nach links. Falsch. Mist. Also, dann wieder zurück. Dann kannst du nochmal machen. Boah, ist das. Gott, ist das nervig. Egal. So, Hermesglocke klingt. Also, hier bin ich schon mal richtig. Die ganzen Gegner gehen uns auf die Nerven. Hermesglocke. Klingt, aber vorkommt die Rollspiste und Verstärkung. Wird dafür auch gleich mal vernichtet, dass sie überhaupt wagt, sowas zu versuchen. So, vorhin war oben falsch. Jetzt gehe ich mal. Oder warte mal, hier war oben noch richtig, oder? Nein, hier war oben auch schon falsch. Ist das nervig. So, Hermesglocke erklingt. Hier bin ich wieder richtig. Bin ich wieder vergiftet. So, da wollen wir gleich ein Gegengift einsetzen. Läuft ein bisschen bescheiden, gebe ich zu. Aber naja, ich denke mal, jetzt wo ich die Herbstblock eigentlich habe, will ich vorankommen. Weil bisher sieht es nicht ganz danach aus. Bisher bin ich wieder voll an Failen. Jawohl, wieder richtig.
Ui, nice. Okay. Ja, gehen wir mal nach rechts. Mist. Falsch. Oh, geht die Kacke. Komm, wir kommen vorne los. Ist das eine nervige Sache. Also. Oben. Zweimal oben, einmal rechts. Ruf Verstärkung, keine Verstärkung, eine Verstärkung in Sicht. Sehr schön. Hm? Oh, es war schon der zweite oben. Nee. Oben. Alles rechts. Versuchen wir nochmal oben. Hey! Neues Gebiet! Geil! Brücke! Sternbrücke! Stockholm, hinter dieser Brücke. Die Brücke ist unpassierbar. Ich muss eine nach einer Umgebung suchen. Ich muss wohl über den Pfad der Tiere folgen. Oi, und neue Gegner. Oh ja, toll. Warum einfach, weil es doch kompliziert geht. Okay. Die Helmsglocke reagiert nicht mehr. Ach nee, seid bitte nicht. Ich darf auch wieder komplett zurückgehen. Bin ich wieder am Anfang? Ja, ich bin wieder am Anfang. Bags. Oder? Hm. Sieht nicht so aus. Na, hier komme ich nicht durch, wie es aussieht. What the hell? WTF? Da laufen dafür Viecher denn rum. Das wird witzig. Das weiß ich jetzt schon. Aber jetzt muss ich einen Weg da ruhig finden, da reinfinden. Das wird natürlich noch besser. Und macht auch lustig einfach. Also, die waren ja schon so nett und haben über ganz einfachen Weg gegeben, die Hermesglocke zu finden. Das macht es mir doch noch einfacher. Und schickt mir irgendwie so richtig gemeine Gegner, bevor ich erstmal einen Weg reinfinden muss nach Fester selber. Ist doch alles cool. Vielen Dank, Leute. Ihr seid spitze. Verstärkung naht. Soll ich was sagen, Terranigma-Entwickler? Ihr habt zwar ein geiles Spiel gemacht, aber trotzdem, ich hasse euch. Ich hasse euch. Und es wird immer schlimmer! Jetzt haben wir auch noch so einen komischen Wurm hier. Den ich nicht vernichten kann? Nö, nicht vernichten kann. Oh Gott! Was ist denn das jetzt? Drei, ein paar Taler, drei, viele Taler. Aber leider bin ich hier ziemlich falsch. Leck mich doch am Arsch! Ja, wie ist das denn? Was ist denn das? Oh, ich werde verfolgt. Interessant, interessant. Mama! Ich habe keinen Bock mehr, die Welt zu retten. Ich will wieder nach Hau. Hau. Haua. Wenigstens halten sie nicht so viel aus, wie es aussieht. Aber bin ich jetzt hier schon auf der anderen Seite? Nein, natürlich nicht. Hm. Schwer cool. Oh, ich habe einen Stalker. Cool. Arg ist beliebt. Etwas stimmt hier nicht. Ich fühle mich, als ob ich etwas magisch anzieht. Könnte es der Geist der Sarka aus Gloria sein? Oder ein Tier? Was fühle ich? Keine Angst, Angst. Keine Angst, Angst. Wir sind mutig. Das stimmt. Arg fürchtet sich vor nichts auf der Welt. Auf geht's, lasst uns die Gespenster jagen. Arg wird übermütig. Na gut, eigentlich werde ich's ja. Arg kann ja auch nichts dafür, was ich ihn sagen lasse. Hier geblieben! Hm, was soll's. Du.
Da fällt mir so ein Zitat aus Fluch der Karibik ein. Ihr solltet anfangen, an geistige Geschichten zu glauben. Ihr seid mitten in einer drin. Bäh. Ich fand das ein geiler Film. Irgendwas? Ne Sackgasse. Schade. Ah! Hilfe! Dieser Schrei kam von hinten. Oh, Mylin? Jo, Mylin. Ich hatte furchtbare Angst. Mylin, was machst du hier? Ich wollte bei dir sein. Oh, ist ja süß. Hey, Ark, du bist wirklich stark. Du suchst in diesen Weiten nach Storkholm, nicht wahr? Ich begleite dich und werde dir nicht im Weg sein. Das will ich auch für dich hoffen. Aber ist ja süß, ey. Jetzt haben wir mal, Ark jetzt ein Fan. Ah, und wir sind endlich mal aus dem dunklen Wald raus. Die Musik fängt wieder vom Ark wurde geröstet. Zweimal, na gut, diesmal nicht. Gut, aber Ark hat schon was auf die Fresse gekriegt. Ich werde besser mal eine Knolle einsetzen. Aber eine Wunderknolle sollte reichen. Möchtest du das auswählen? Jawohl, weil Götterknollen habe ich ja nur zwei. Die würde ich noch ein bisschen aufsparen. Ja, passt. Ark hat eine Verehrerin. Ark, du Gigolo, du. Sie ist auch die Stelle, wo wir vom Wand gelaufen sind. Und hier haben wir endlich Brücke. Ist noch nicht geschafft, nach Stockholm zu kommen. Obwohl, vielleicht werde ich jetzt hier lang. Ja, ich bin in Stockholm! Noch nicht. Mein Gott. Spieleentwickler, was habt ihr euch dabei gedacht, es so kompliziert zu machen? Die haben eben ganz nach Motto gemacht, warum kompliziert. Warum kommt. Einfach, wenn es kompliziert geht. Kristall. Gib mir Kristall. Gut, das Geld haben wir auch noch gekriegt, bevor es verschwunden ist. So, hoppa, ja. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, was? Das hätte ich ja nicht für euch gemacht. Aber nein, ihr müsst machen, warum einfach so kompliziert geht. Ist auch ganz nett. Aber so macht man sich nicht viele Freunde. Seid euch da mal ganz sicher. Da ist wieder Wasser, da gehe ich weiter. Also jetzt da rein. Und bitte lasst das Stockholm sein. Die haben mich überrannt. Die haben mich von hinten erwischt. Ich war nicht vorbereitet. Du hast die Folge gesehen. Gar nicht wahr. So viel dazu. So, mal sehen. Sag mal, wo ist so Hölle steckt Stockholm? Das kann doch nicht. Ah, der Hundekoll, sehr schön. Das kann doch nicht angehen. Das ist super. Das ist langsam nicht mal witzig. So. Take this asshole. Oh Gott, ey. Ich will jetzt Stockholm haben. Sofort. Das ist nicht mehr witzig, Leute. Oder wie Cartman sagen würde. Leck mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Na gut, das kann ich schlecht sagen. Ja? Stockholm ist ganz in der Nähe. Roffel. So. Stock. Das ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Ihr werdet wahrscheinlich auch schon erkannt haben. Aber ich werde jetzt hier einen Schnitt machen. Also, liebe Leute, wir haben Eckis geschafft, durch nur Festival zu kommen und Stockholm zu erreichen. Und wir haben dabei Merlin gerettet, die uns eingeschlossen hat. Vorübergehend. So, liebe Leute. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht's gut!